Du steckst irgendwo Energie rein, freust dich auf irgendwas und dann ist die Energie auch weg. Du denkst über Sachen nach, die am Ende gar nicht realisiert werden, weil du dich nie wirklich entschieden hast. Und das ist bei einer Entscheidung unglaublich wichtig. Hi Leute, heute wollte ich ein kleines Video darüber machen, wie du wirkliche Entscheidungen triffst, die dir keine Energie kosten, beziehungsweise wie du sie wirklich triffst, dass es dir keine Energie kostet, wenn du die ganze Zeit hin und her überlegst. Okay, ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass du oft, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, gar keine wirkliche Entscheidung getroffen hast? Das heißt, wenn du zum Beispiel vor einer Entscheidung stehst und dann probierst du dir immer wieder noch diese Hintertür offen zu halten. Zum Beispiel, dass du eigentlich sagst, okay, das ist genau das Richtige, was ich machen möchte. Das ist eigentlich, wenn du einen neuen Job willst, das ist eigentlich der Job, den ich machen möchte. Da habe ich Bock drauf auf die Arbeit, dafür brenne ich, das möchte ich machen. Aber es ist vielleicht nicht der Job, den sich deine Eltern wünschen. Es ist vielleicht nicht der Job, den sich sonst wer wünscht in deinem Umkreis. Und auch wenn du den Job eben wechselst. Und dann denkst du dir, okay, bewerbe ich mich mal bei beiden. Aber du ziehst dir immer wieder mit dieser Zwiespältigkeit, weil eigentlich hast du dich nie entschieden, was zu machen. Mit dieser Zwiespältigkeit. Das zieht einen oft unglaublich Energie. Weil wenn du mal eine Entscheidung wirklich getroffen hast, dann ist bei deinem Verstand auch mal Ruhe und du kannst dich auf das fokussieren, was du wirklich machen möchtest. Aber wenn du deine Energie ständig splittest und eigentlich gar nicht wirklich eine Entscheidung triffst, sondern einfach nur sagst, okay, ich mach das mal. Vielleicht kennt ihr auch so Menschen, die dann sagen, ja, okay, cool, geil, machen wir das. Und dann ist es soweit und ja, jetzt ist es immer so und dies und jenes. Und dann ist es doch wieder nicht so. Das heißt, du steckst irgendwo Energie rein, freust dich auf irgendwas und dann ist die Energie auch weg. Du denkst über Sachen nach, die am Ende gar nicht realisiert werden, weil du dich nie wirklich entschieden hast. Und das ist bei einer Entscheidung unglaublich wichtig. Und dann solltest du auch das Commitment haben, den Weg zu gehen. Wenn du, ich habe schon mal ein anderes Video gemacht, ich verlinke es mal in der Infobox. Wenn du dich entschieden hast, wirklich für was, in einem klaren Moment, unbeeinflusst von anderen, wenn du dir in einem klaren Gespräch, in einem Erstgespräch merke ich zum Beispiel auch oft, die Leute sind manchmal noch ein bisschen am Zögern, beziehungsweise entscheiden sich zuerst, oh, dann kommen wieder Zweifel und all diese Ängste tauchen dann auf, die man sonst hat. Diese ganzen Ängste, oh, was sollen andere über mich denken? Puh, weiß nicht, was da noch für Ängste sind. Wenn du wirklich zum Beispiel auch deine Gesundheit in die Hand nehmen möchtest und auch deine Lebensfreude, die Lebensqualität, die du hast, endlich Verantwortung für zu übernehmen, wirklich das Leben zu leben, das du möchtest, das Leben zu führen, wie du es möchtest, dann musst du die Entscheidung treffen, wirklich treffen. Weil wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt, aber dann bist du so auf dem Weg und dann denkst du dir, oh, ist jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen anstrengend. Heute lasse ich es mal weg. Heute mache ich mal keine Körperübungen oder sonst was. Ja, morgen mache ich es wieder, ne? Ja, kann vielleicht mal einen Tag passieren. Aber wenn es halt dann irgendwie
fünf Tage die Woche passiert, ist es nicht mehr ein Tag so. Wenn das ein Tag mal zwischendrin passiert, ist es völlig normal. Am nächsten Tag macht man es wieder, muss man sich auch keinen Kopf machen. Aber wenn es dann halt immer wieder passiert, und das ist halt, wenn du keine wirkliche Entscheidung getroffen hast. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann solltest du die so fest treffen, dass du sagst, okay, das ist es, dazu habe ich mich committed. Und wenn du nämlich das Commitment wirklich dir gegeben hast in einem klaren Moment, dann solltest du dich daran auch immer erinnern. Zum Beispiel kannst du dir das auch aufschreiben. Und dann liest du es dir durch, wenn du wieder in solchen Zweifelphasen bist und dir denkst, okay, macht das alles noch Sinn? Weil du wieder beeinflusst bist von deinem Umfeld, von alten Mustern, die einfach noch ein bisschen prägnanter sich ausspielen bei dir. Dann kannst du dich mit dieser Erinnerung wieder dem bewusst machen, dass du eigentlich dein Leben jetzt so leben möchtest, wolltest, dass du dich selber dazu entschieden hast, endlich das zu leben, was du leben möchtest wirklich. Vielleicht kennst du auch den Spruch, der wird schon sehr oft zitiert, aber das wird sehr oft angesprochen, wenn die Leute auf dem Sterbebett sind, die befragt wurden, dann bereuen sie nicht die Dinge, die sie gemacht haben, sondern die Dinge, die sie nicht getan haben. Und was hält dich auf, heute das Leben zu leben, was du wirklich leben möchtest? Das kann morgen vorbei sein, ich wünsche es dir nicht, aber vielleicht hast du morgen einen Unfall und bist tot. Und wenn, das klingt immer ein bisschen extrem, aber damit kann man sich wirklich mal bewusst machen, hey, okay, was gibt es zu verlieren, hey? Es kann morgen vorbei sein und es ist so, wie gesagt, ich wünsche es dir nicht, aber es kann sein. Und dem solltest du dir immer bewusst mal sein, weil dann würdest du dein Leben anders leben, dann wäre es dir egal, was jetzt jemand denkt. Du hast jetzt nur noch die Chance, es zu machen. Du hast jetzt die Chance, dein Leben zu leben, wie du es leben möchtest. Das ist der Punkt. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und dann wirklich eine Entscheidung zu treffen und wenn du die, wie gesagt, in einem klaren Moment gefasst hast, dann dich daran zu erinnern. Und dazu gehört eben Commitment und dass du das wirklich dir selbst gegeben hast. Drum auch, wenn ihr immer in der Zusammenarbeit, das Erste, was ich mache, ist mir das Commitment holen. So, wenn das Commitment da ist und derjenige da seine Hand drauf gegeben hat, sein Wort, dann können wir losstarten. Vorher bringt es nicht. Ich habe 1000 Leuten so viel erzählt, immer wieder, und habe es 1000 Mal immer wieder gemerkt. Okay, dann ist es ganz nett. Die Leute haben gar nicht das Commitment, es dann umzusetzen. Und das solltest du dich selber fragen. Das solltest du dir selber stellen und dich selber immer wieder dran erinnern. Ja. Wenn es dir da ähnlich ging, kommentier gerne mal unten drunter, ob du häufig auch deine Energie gesplittet hast, häufig Energie verschwendet hast, weil du dich nie wirklich entschieden hast und dich dann auch nicht daran erinnert hast, was du für eine Entscheidung getroffen hast. Ja, schreib gerne mal drunter, was da deine Erfahrungen sind. Das wollte ich heute nochmal loswerden. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und mach's gut. Bis dann. Ciao.